Ich heiße Lucia und bin 42 Jahre alt. Ich arbeite für die Firma von Florian Borschi. Ich habe 4 Kinder. Ich arbeite hier seit 2 Jahren. In der Vergangenheit habe ich auf einer Mülldeponie gearbeitet. Dort wurde der Abfall ausgelegt und mit dem Traktor verteilt. Ich ging hinter den Traktoren her und suchte nach Verwertbarem. Oft wurde der Abfall auch verbrannt. Hier ist alles besser. Meine Arbeit ist sicherer und im Schatten. Und ich habe eine Sozialversicherung. Früher suchte Lucia auf Deponien wie diese nach Verwertbarem. Hier wird Abfall unsortiert angehäuft, gelegentlich umgewälzt, damit er verrottet und teilweise verbrannt. Noch immer gibt es in Albanien auch wilde Deponien, wo der Abfall Boden und Grundwasser verschmutzt. Seit dem Ende des Kommunismus produzierte Albanien ein Vielfaches an Abfall. Saubere Entsorgung und Recycling sind neue Herausforderungen für die Regierung ebenso wie für die einzelnen Einwohner. Kürzlich haben wir begonnen, Plastik, Glas und Blechbüchsen zu trennen. Zu Beginn war es nicht einfach. Wir waren es uns nicht gewohnt. Aber heute ist es Teil unserer Arbeit geworden. Wir trennen, weil es für die Umwelt besser ist. Den getrennten Abfall verkaufen wir nicht. Wir schenken ihn bedürftigen Leuten. Abfallentsorgung und Recycling ist in Nordalbanien ein Geschäft für Private. Gerade für Menschen ohne Zugang zum Arbeitsmarkt ist es eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Menschen wie der 46-jährige Agim Poni sammeln Plastik, Metall oder Karton und verkaufen es an Recyclingunternehmen. Ich komme hier täglich vorbei. Oder alle 2 Tage. Manchmal verdiene ich 35, manchmal 20 Euro pro Tag. Je nachdem sind es auch bloß 15. Das kommt darauf an. Für mich heißt das, ich verdiene Geld. Das ist nicht nur für mich, sondern für die Umwelt positiv. Je mehr wir rezyklieren, desto besser. Gewisse Materialien lagern sehr lange im Boden, bevor sie zersetzen. Damit Agim Poroni seine Ware verkaufen kann, braucht es Unternehmer wie Florian Borschi, der das Abfall- und Recyclingzentrum in Shkodra führt. Ich bin vor ein paar Jahren nach Italien ausgewandert, kam aber nach 3 Jahren wieder zurück und bin ins Baugeschäft eingestiegen. 1997 ergab sich eine tolle Gelegenheit. Ich konnte mit meiner Baufirma bei der Gemeinde Shkodra eingeben und erhielt seither 3 oder 4 Mandate für die Entsorgung von städtischem Abfall. Unser Hauptgeschäft ist das Sammeln und Verwerten von Abfall. In unserer Firma haben wir 70 Angestellte. Das Rezyklieren ist nun neu dazugekommen und wird immer wichtiger. Zurzeit sind 10 Angestellte mit dem Weiterverwerten der sortierten Abfälle beschäftigt. Wahrscheinlich brauchen wir bald mehr. Diese Form von Zusammenarbeit hat sich aus einer gemeinsamen Initiative entwickelt. Aus dem Zusammenspiel der zahlreich involvierten Akteure, der Zivilgesellschaft, lokalen Firmen und der Gemeinde. Wir sind heute mit Problemen konfrontiert, deren Ursprung in unserer Vergangenheit liegen. Albanien wurde von einem totalitären Regime geführt, in dem die gesamte Verantwortung dem Staat abgegeben wurde. Heute haben die Bürgerinnen und Bürger die Hauptrolle und verantworten ihre eigene Lebensqualität. Musik
Die Zusammenarbeit zwischen Privatfirmen und der lokalen Regierung zu stärken, ist ein Ziel des Programms zur Förderung der Dezentralisierung und der lokalen Entwicklung. Helvetas führt es im Auftrag der DEZA in Nordalbanien aus. Das Programm zur Förderung der Dezentralisierung und der lokalen Entwicklung strebt die Stärkung der Gemeinden und die Verbesserung ihrer öffentlichen Dienstleistungen an. Zusätzlich wurden Instrumente und Standards für die Verwaltung der Finanzen eingeführt. Auf diesem Weg sollen die Gemeinden befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen und die Qualität ihrer Dienstleistungen zu erhöhen. Es können verschiedene Veränderungen genannt werden. Die Planung und Überwachung von Dienstleistungen ist die wichtigste. Die Gemeinden sind verlässlicher geworden, kommunizieren besser mit der Bevölkerung und bitten um deren Mithilfe. Eines zeigt sich im Abfallrecycling beispielhaft. Ob und wie gut es gelingt, die Menschen zu motivieren, etwas für die Allgemeinheit zu tun und dabei Verantwortung für die Umwelt und ihre Zukunft zu übernehmen. Die Jugend Albaniens lernt das bereits in der Schule. Warum wir rezyklieren? Ich denke, Abfall zu trennen hat nicht nur für uns einen positiven Aspekt, sondern auch für die kommenden Generationen. Ich wünsche für Albanien das Beste und hoffe, wir tragen bald mehr Verantwortung für unser Land. Solche Aktivitäten fördern die Eigenverantwortung und zielen auf ein saubereres Albanien. Lass uns Abfall trennen. Wer rezykliert, gewinnt.